Moin, wir sind heute zu Besuch bei Waltraud mit Bambi. Bambi ist Lottis Schwester und zum zweiten Mal trächtig. Mit Waltraud wollen wir heute mal schnacken, wie so eine Trächtigkeit bei einer Hündin zu sehen ist, wann man was davon bemerkt, wie es ihr geht und wann es mit der Geburt losgeht. Wir, das sind Katja und Philipp hinter der Kamera. Moin. Von Miau Wuff Moin. Kommt doch mal mit. Moin. Mutti, und so dick ist sie noch gar nicht, ne? Oh, ja. Och, da sind die Piepsen. Kannst auch schon fühlen. Echt? Ja. Oh. Bewegen sich ja auch. Bewegt euch mal. Oh, Tatsache. Hast du gemerkt? Oh, nein. Bambi. Da sind die Piepsen drin. Da sind die Piepsen drin. Ja, und das Gesäuge ist auch schon geschwollen. Ja, so langsam, ne? Geht's los? Bereitest du dich vor, mein Schatz? Ja, seit wann sieht man das denn, dass da, dass da Piepsen drin sind? Ja, dass da Piepsen drin sind. Wann fängt denn das an? Ja, eigentlich sagte man früher immer 28. Tag. Ja. Aber heute, so 2-3 Tage eher, kannst du es auch im Ultraschall schon sehen. Ne? Ja. Ja, also das kann man ganz gut rausfinden dann. Ja, und man geht ja nicht zum Ultraschall im Grunde genommen, weil man neugierig ist, wie viele es werden. Natürlich ist man das irgendwo, ja, aber das ist nicht der Grund, sondern man will wissen, ob es mehr wie ein Welpe sind. Weil wenn es nur ein Welpe ist, muss man halt vorbereitet sein, dass die Geburt komplikationsmäßig sein könnte, weil ja der Welpe dann so groß ist. Ne? Ach ja, ja klar, und bei so einem kleinen Hund, ne, dann ist das... Nee, nicht nur kleiner, und beim Großen ist es dasselbe. Ja, wenn es nur ein Welpe ist, dann hat er ja entsprechend viel, was er sich von der Mutter geben lassen kann, ja, weil er ja der einzige Dicke da im Bauch ist und muss nicht teilen. Ja. Und dann sind die Welpen sehr groß. Ne? Ja. Also sehr, sehr häufig geht es dann auf den Kaiserschnitt hinaus. Ja. Und das, deswegen ist es wichtig zu wissen. Also selbst der Tierarzt hat geguckt und oh nee, ich suche nochmal. Oh Gott sei Dank, ein zweiter. Ja. Also die fiebern dann auch schon mit, weil das Risiko ist dann schon halt gegeben. Und das muss man nicht unbedingt haben. Ja. Weil so eine Hündin mit Kaiserschnitt, dann muss man ja auch von Anfang an die Welpen dann selber versorgen und so. Ne? Ja. Und die Mutterhündin, bis sie dann säugen kann, das dauert dann auch ein paar Stunden, eventuell den ganzen Tag, vielleicht auch mehr Tage. Man weiß es nie, wie sie sich erholt. Mhm. Das ist sehr unpraktisch. Ne? Braucht man nicht unbedingt. Nee, braucht man nicht. Ne? Nee, also ich würde nie im Leben eine Rasse züchten wollen, wo der Kaiserschnitt vorprogrammiert ist, so wie die kurzschneuzigen Hunde, wo es ja sehr häufig ist. Ja, nee, sowas wollen wir nicht, ne? Bambi allein. Nee, ne? Das kriegen wir schon alleine hin, hoffen wir, ne? Und was hat der Tierarzt gefunden? Wie viel kriegt er jetzt? Also zwei hat er auf alle Fälle gesehen, es könnte sich immer ein dritter verstecken, man weiß es nicht, aber zwei eindeutig. Ja, und wann sieht man das ohne Ultraschall, dass da Piepsen drin sind? Also wann zeigen die Hündin so die ersten Anzeichen ein? Ja, was heißt Anzeichen? Das sieht man relativ spät. Also irgendwann fängt der Bauch an zu wachsen, ne? Mhm. Aber die Hündin ist lange fett, ne? Man darf ja nie vergessen, sie stammt ja letztendlich immer noch vom Wolf ab. Das bedeutet, sie muss bis zum Schluss flüchten können, ne? Ja. Also die ist bis zum Schluss fit, ne? Ja. Wie lange sind die Hündin eigentlich trächtig? 63 Tage. 63 Tage. Mhm. Und bis zum Schluss gehen meine auch die großen Spaziergänge mit. Ja, das heißt, sie ist jetzt auch noch fleißig unterwegs. Nächste Woche, Montag, Dienstag ungefähr, sagst du es. Naja, der Termin ist nächste Woche Freitag, das ist der 63. Tag. In der Regel kriegen sie irgendwo zwischen dem 58. und 63. Tag. Mhm. Ich gehe da auch mal von aus. Aber sie können natürlich auch 1-2 Tage übertragen. Genau weiß man es nie, ne? Na, da wollen wir mal sehen, wie pünktlich du bist, ne? Ob du nach Kalender funktionierst oder nicht. Ja. Man kann ja kurz vor der Geburt auch noch ein Röntgen machen lassen, ne? Du hast dich ja jetzt dagegen entschieden. Ja, man kann es machen lassen, aber man ist da immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob das eigentlich gut für die Welpen ist. Ja. Also das sind immerhin so Strahlen, ne? Das ist einfach so. Dann weiß ich die genaue Anzahl, aber ist es so wichtig, dass ich sie weiß? Ja, vielleicht bei Komplikationen, wenn ich das Gefühl habe, der Mutterhündin geht es nicht gut oder so, dann ist es sicherlich wichtig, aber bei einer normalen Geburt. Mhm. Und da gehen ja immer, die Sachen gehen ja auch immer ein Stückchen weiter, was man so macht und nicht. Sonst hat man auch immer gesagt, man fängt eine Woche vor der Geburt an, die Temperatur zu messen, weil so ungefähr 8 bis 24 Stunden vor der Geburt geht ja die Körpertemperatur 1 Grad der Hündin runter und bei der Geburt wieder hoch. Okay. Aber heute sagt man lieber vielleicht auch das nicht,
weil wenn man immer und ewig Fieber misst bei der Hündin, kann es sein, dass sie sagt, oh, jetzt kommt die schon wieder mit dem Thermometer und lässt sich nachher bei der Geburt nicht unbedingt helfen, weil sie es doof findet. Ich meine, im Grunde genommen, eine gut sozialisierte Hündin, die auf Frauchen geprägt ist, ist das wohl weniger das Problem. Ja. Aber halt, es ist der Hündin auch unangenehm, dieses ewige Fiebermessen. Mhm. Es gibt halt viele, viele deutliche Anzeichen, dass man das auch nicht unbedingt braucht. Nee, meinst du, braucht man nicht? Nö. Also ein ganz deutliches Anzeichen ist immer Fressensverweigerung. Also die meisten Hündinnen schon so 24 Stunden vorher, dass sie so angewidert das Gesicht wegdrehen, wenn man mit Futter kommt. Aber es gibt natürlich auch ein paar Knaller, die essen bis ein paar Stunden vor der Geburt. Aber das ist selten. Was auch ein ganz wichtiges Zeichen ist hier an der Küste, ist tatsächlich die Flut. Also bei ablaufendem Wasser kommen in der Regel niemals Welpen, auch keine Fohlenkinder, keine Kälbchen, kein gar nichts. Da ist also schon was mit dran. Ne? Ja. Also die Flut spielt schon immer eine Rolle. Ja. Das ist ja auch, und in der Regel meistens ja halt auch nachts, weil sie ja eben diese Flüchter sind, die ihre Welpen beschützen. Und die Feinde finden das nachts halt schlechter. Ja. Deswegen fressen sie ja auch nachher die Nachgeburten und alles, damit halt keiner riecht, dass da was passiert ist. Ja. Und Bambi wird jetzt diese Woche schon ein bisschen langsamer. Merkst du da irgendwie, dass sie im Verhalten was ändert? Oder ist sie immer noch? Eigentlich ist sie noch topfit. Topfit. Ja. Also seit einer Woche sind sie so, dass sie nicht mehr unbedingt spielen will, dass sie so sagt, oh, weißt du, das ist mir ein bisschen stressig, ne? Ja. Und dass sie auch, man merkt auch, dass sie beim Spaziergang, wenn sie so andere Hunde sieht und so, dass sie, wenn sie früher drauf losgerannt ist und gebellt und wer bist du dann, dass sie jetzt dann doch schon so stehen bleibt und sagt, ach, jetzt so einen Kontakt muss ich jetzt auch nicht mehr so haben, ne? Ja. Aber ansonsten machst du ja noch einen ganz fitten Eindruck, ne? Ja, also bis vor der Geburt, kurz vor der Geburt sind die auch fit, da merkt man also nicht am Verhalten nicht die riesigen Unterschiede. Ja. Also was so ein bisschen anfängt, dass sie halt mal ihre Wurfkiste mal so anguckt, aber auch noch nicht viel. Also viele sagen ja auch die schlauen Bücher hier immer fleißig Wurfkiste dran gewöhnen und reinbringen und reinbringen. Also ich habe nie einen Hund gehabt, der nicht bei mir saß bis zum Schluss. Wenn es losgeht, kann ich in die Wurfkiste setzen, dann kriegt er da auch seine Welpen, kein Problem. Ja. Aber der liegt nicht tagelang vorher in der Wurfkiste, der liegt bei mir, wie immer. Ja, ja, sind ja auch sehr auf dich geprägt. Ne? Ja, eben. Ja. Wie muss man denn das Haus vorbereiten, wenn man jetzt Welpen erwartet? Was muss man da im Vorhinein alles beachten eigentlich? Was braucht man? Was muss man beachten? Man muss natürlich eine Wurfkiste haben. Also normalerweise sollte die auch einen Rand haben. Bei größeren Hunden ist das ganz wichtig, damit die Mutterhündin nicht unbedingt die Welpen tot liegt. Da haben die innen drin noch so einen Rand in der Runde, hatte ich bei meiner großen Rasse damals auch. Bei kleinen Hunden ist das eher nicht das große Problem und die kriegen nicht so große Würfe. Und meine Wurfkiste ist ja schon verhältnismäßig groß, also da können sich gut drin ausbreiten. Ne? Mhm. Ja, dann muss man natürlich alles bereit haben, was man so braucht, von Fieberthermometer über Buch, wo man reinschreibt, Waage, einen Korb, den man zudecken kann, wo die Welpen dann zwischendurch mal reinkommen, wenn die Mutter innen raus muss. Und ja, was muss man noch beachten? Ich habe einige homöopathische Sachen zu Hause. Okay. Also so wie Arnika und Pulsatilla und ein paar Sachen, die wehenfördernd sind und so. Also ich schwöre da eigentlich drauf, das so ein bisschen mitzugeben. Dann habe ich Calcium zu Hause. Natürlich habe ich auch Traubenzucker zu Hause. Ich vermische dann Wasser mit Traubenzucker, dass sie zwischendurch auch ein bisschen Kraft sammeln kann während der Geburt. Ja. Kriegen Sie das Calcium schon vorher oder ist das dann für nach der Geburt? Nee, das ist eigentlich besser für nach der Geburt. Man kann vielleicht ein klein bisschen während der Geburt, man muss mal gucken, wie die Hündin sich fühlt, ne? In der Regel, sie hat ja nun einmal Welpen gehabt, sie hat ihre Sache auch gut gemacht. Also ich denke mal, es wird wieder alles ganz nach Plan laufen. Tierarzt weiß natürlich Bescheid, ist auf Standby. Das heißt, wenn du anrufst und sagst, okay, hier stimmt irgendwie was nicht. Genau, kann ich natürlich jederzeit hinfahren. Das klärt man natürlich immer mit ab, ne? Mhm. Das ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte. Ja. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie, ne? Es ist immer viel Daumendrücken dabei, aber toi, 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 bisher habe ich immer Glück gehabt. Ich habe ja sehr lange Australian Shepherds gezüchtet. Hatte dann natürlich auch große Würfe, habe auch, glaube ich, insgesamt dreimal, glaube ich, einen toten Welpen gehabt bei Würfen. Also ich bin mittlerweile beim Kuhwurf, wovon zweimal das jetzt Papillons waren und das andere waren alles Australian Shepherds. Mhm. Also hier sind schon so einige Welpen geboren und also toi, 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 habe ich immer viel Glück gehabt. Ja. Habe auch nie einen Kaiserschnitt oder so gehabt und da wollen wir hoffen, dass es diesmal dann auch wieder so läuft. Was muss man denn so die ersten 2-3 Tage beachten, wie erholt sich da die Hündin, braucht die lange oder wie schnell ist sie wieder fit? Na, es ist auch unterschiedlich. Eigentlich sind sie relativ schnell wieder fit. Mhm. Also sie umsorgen natürlich tüchtig ihre Welpen, die anderen Hunde dürfen nicht ran, deswegen da auch das Gitter. Also sie leben in ihrer Nähe als ihre Rudel, aber sie kommen natürlich nicht an den Welpen, weil in den ersten Tagen wird sie das mega mistig finden. Ne? Da lässt sie also keinen unbedingt ran.
sie umsorgt dann sehr viel ihre Welpen. Sie sind also kaum in den ersten Tagen rauszukriegen zum Pipi machen, weil sie haben sich um die Kinder zu kümmern. Natürlich muss der Raum natürlich sehr, sehr warm sein. Ne? Mhm. Und dann arbeiten wir natürlich auch mit Wärmflasche und solchen Sachen. Ne? Ja. Also das ist schon wichtig. Und dann kriegt sie nach der Geburt kriegt sie Pulsatilla und so, dass sich das alles auch so die Milch ordentlich kommt und aber auch hier die Gebärmutter sich so ein bisschen zurückzieht. Ne? Mhm. Also alles tun wir Menschenmögliche, um dass es Mutter und Kind gut geht. Sehr schön. Und wenn das jetzt dann richtig losgeht, wann, was sind so die ersten Anzeichen? Also nicht fressen, hast du schon gesagt, aber wenn es so richtig wenn es so richtig losgeht, dann, ja, was heißt richtig losgehen? Dann dauert es meistens auch noch so, sagen wir mal, seine 12 Stunden, wenn man die Anzeichen sieht, dass man wirklich sagen kann, also heute kommen sie. Ja. Ne? Also das ist so circa 12 Stunden vorher. Dann fängt die Hündin an, unruhig zu werden, hinlegen, aufstehen. Dann hat sie so einen wirren Blick, auch so ein bisschen so einen abweisenden. In der Regel will sie meist auch nicht unbedingt noch was trinken. Dann kratzt sie viel, dann ja, uriniert sie viel. Also es gibt da so einige Anzeichen. Ein bisschen Ausfluss kommt meistens. Die, ja, die Haare hier an den Zitzen gehen aus. Ne? Ich habe das nun heute schon alles ein bisschen gekürzt. Ja. Die Welpen auch ihren Weg gut finden. Aber halt, an, da gibt es relativ viele Anzeichen. Ne? Mhm. Aber das zieht sich dann auch noch über Stunden hin. Da meint man immer, jetzt, nun jetzt musst du, aber dann kann das oft auch noch viele Stunden dauern. Wie bei Menschen auch, ne? Braucht ja irgendwie seine Zeit. Es braucht seine Zeit. Und genau, dann gehen die Venen los, das tut natürlich auch weh, ne? So, die haben dann auch irgendwie Anzeichen von Schmerzen, Hecheln. Ja, sie hecheln viel, sie sabbern auch oftmals. Und irgendwann sieht man auch die Kontraktionen am Bauch. Also jetzt, also zu Anfang sieht man auch, dass der Bauch dann tiefer kommt. Mhm. Und dann sehen die Hündinnen hier oben dann so fast aus wie, ja, wie so Gerippe, ne? Weil sie ja dann wirklich oben sehr, sehr dünn wirken, weil das alles so nach unten wegfällt plötzlich, ne? Ja. Ja, und dann fängt es an mit den Presswehen, das sieht man dann ganz deutlich, ne? Dann presst sie und ja, guckt auch ganz verklärt. Man sieht, eigentlich sieht man dann auch den Schmerz in den Augen, klar, ne? Mhm. Aber wenn sie so weit erstmal sind, dass sie pressen, dann geht es auch relativ schnell. Also dann ist es nicht mehr wie beim Menschen, dass es noch stundenlang dauern kann. Das haben wir dann halt nicht mehr. Das geht dann flott. Ja. Und die Kleinen, die kommen dann in der Fruchtblase raus und die machen die Hündin dann auf, ne? Ist das richtig? Ja, genau. Die kommen in der Fruchtblase raus in der Regel, manchmal auch nicht. Da muss man natürlich auch immer gucken. Man ist ja immer bei der Geburt dabei und schaut, was los ist. Und in der Regel kann die Hündin auch sehr gut abnabeln, auch manchmal schon mal gefährlich aussieht. Sie schmeißt dann den Welpen durch die Gegend und so, um das dann lose zu kriegen und okay, da richtig reinzubeißen. Wo es natürlich auch wieder ein Problem ist, wenn man kurzschnauzige Hunde hat, ne, die schaffen dann meistens nicht mal die Nabelschnur zu trennen. Ne? Ja, und das heißt, da darf man dann irgendwie als Fräuchen auch gar nicht eingreifen, sondern... Erstmal guckt man sich das in Ruhe an. Nachher natürlich habe ich auch eine Zange zu Hause, um den Nabel abklemmen zu können. Wenn die Hündin das nicht alleine hinbekommt. Richtig, natürlich habe ich auch Zwirn, um es abzubinden. Ne? Natürlich steht auch Desinfektionsmittel bereit, alles was so sein muss. Ne? Dann ist bei der Geburt, wenn ihr dann wirklich dabei sein solltet, dann natürlich nicht mit Schuhen ins Haus, Hände desinfizieren. Ne? Dann muss man schon ein bisschen eigener sein, weil letztendlich ist es ja, geht's da ja doch um... Um was? Ne? Man will sie ja auch alle glücklich groß kriegen. Wann dürfen denn die Interessenten das erste Mal vorbeikommen? Ja, die waren eigentlich schon da, weil wenn es jetzt, so wie wir gesehen haben, im Ultraschall zwei Kinder sind, diese zwei Kinder haben ein neues Zuhause. Haben sie schon. wunderbar. Ja. Und die dürfen dann die Babys zum ersten Mal, so nach 3 Wochen? Nach 3 Wochen dürfen sie das erste Mal ihre Babys gucken. Ja, na, das wird ja auch spannend. Und zum Tierarzt geht es wann zum ersten Mal? Gleich nach der, also relativ gleich nach der Geburt. Also man kann schon sehen, wenn die Hündin irgendwann ruhiger wird und sich auch mal schlafen legt, dann kann man schon sehen, oh, die Geburt ist vorbei. Ne? Aber dann weiß man natürlich nie so hundertprozentig, ob da vielleicht noch eine Fruchtblase drin ist oder ein bisschen Reste oder vielleicht auch ein toter Welpe. Oder es kann ja immer alles sein, das weiß man ja eben nicht. Und deswegen fährt man so gleich nach der Geburt, die Welpen schön dick eingepackt mit Wärmflasche und alles mögliche, fahre ich zum Tierarzt und lasse einen Ultraschall machen. Ne? Ob da alles okay ist, ob mit der Mama okay vor allen Dingen, aber, ne? Genau, da geht es hauptsächlich um die Mama. Genau. Natürlich guckt der Tierarzt auch eben vorsichtshalber einmal die Welpen durch. Bevor die Kleinen dann ausziehen, haben sie ja dann aber auch noch ein eigenes Tierarztprogramm, ne? Impfen, natürlich. Wurmkur, was muss dann da bis zur Abgabe alles erledigt werden? Also ab der zweiten Woche kriegen sie jeweils alle 14 Tage eine Wurmkur. Mhm. Dann muss natürlich bei einem Wurf über 5 Welpen, bei dieser Rasse, das ist halt unterschiedlich, muss der Zuchtwart kommen. Weil da gibt es ja die Unterschiede. Früher zum Beispiel musste der Zuchtwart kommen, weil ja viele Hundebesitzer bei den Rassen, die halt kopiert wurden, ihre Welpen selber kopierten.
Ja. Und dann ist ja noch eine Weile der Übergang gewesen, um dann wirklich auch zu sehen, sind die kopiert worden oder sind die wirklich kurzrutig geboren, weil bei den Australian Shepherd gab es das ja. Okay. Und auch, ob die Mutterhündin gut genährt ist, ob alles sauber und ordentlich ist. Also das wird auch schon kontrolliert. Und da kommt der Zuchtwart, also entweder bei mehreren Welpen gleich sofort, um zu sehen, ob es der Mutterhündin auch gut geht, oder aber er kommt nachher zur Wurfabnahme. Ne? Ja. Also da kommt auch ein Zuchtwart, der dann guckt, sind die Zähne so, wie sie sein müssen, haben die Welpen einen Nabelbruch, ne? Sind bei den Rüden die Hoden schon da. Ne? Mhm. Also das wird alles kontrolliert und das machen auch Leute ja, die dafür in Verantwortung gezogen werden im VDH und die da ihr Okay geben müssen. Ne? Okay. Und dann natürlich Chippen impfen. Oh ja, Chippen impfen steht dann auch noch an. Genau, steht auch noch an. Ja. Und ganz viel sehen. Also ich habe das Glück, dass ich in einem betreuten Wohnen arbeite, die auch sehr, sehr tierlieb sind, auch unsere Chefs, so dass die Welpen dann auch immer mit zur Arbeit können. Das lieben natürlich die älteren Herrschaften. Ja. Und freuen sich ganz doll darüber. Und ja, das ist natürlich auch für die Welt möglichst viel sehen. Ne? Wann wird denn gechippt eigentlich? Gechippt, das macht man eigentlich so mit dem Impfen zusammen. So mit 8 Wochen. Mit 8 Wochen dann. Mhm, mit 8 Wochen. Und wann dürfen die Kleinen dann ausziehen? Ja, also zwischen der 9. und 11. Woche. Ich gucke immer so ein bisschen, sind es Hunde erfahrene Leute, die wissen, was Prägung bedeutet. Dann ist das mit 9 Wochen schon okay. Wenn es natürlich Anfänger sind, dann ist es auch mal ganz schön, wenn der Hund noch ein bisschen länger bei Mama bleibt, weil dadurch lernt er natürlich durch Geschwister und Mama. Ne? Was macht denn gute Prägung aus, gute Sozialisation gerade am Anfang? Also man sagt ja, dass sich man weiß ja heute, dass sich im Gehirn des Welpen Synapsen bilden. Und desto mehr Menschenprägung er bekommt in dieser sehr, sehr jungen Zeit, desto mehr auf Menschen geprägte Synapsen sind vorhanden. Ne? Und desto besser ist er natürlich auch später. Also ich wünsche mir immer Welpen, die auch als erwachsener Hund noch mit allen 4 Beinen im Leben stehen. Mhm. Und der schönste Dank ist eigentlich, wenn nach einem ganzen Jahr der Welpenkäufer immer noch sagt, es ist der beste Hund der Welt. Ja, da sind wir mal gespannt, wie es nächste Woche läuft. Wenn wir Glück haben, dann sind wir nämlich live dabei. Ja, Waltraud, vielen Dank. Ja, bitte, bitte, gerne doch. Schön, euch wiederzusehen. Und vielleicht sehen wir uns nächste Woche direkt noch ein zweites Mal. Macht's gut.